Welcome. Don't let my sultry and mysterious voice startle you. For hundreds, nay thousands, nay tens of thousands of years, people have come to me in search of what they desire most. Few find what they are looking for. Even fewer ever leave. Welcome to The Cave. That's me, The Cave. Yes, I'm a talking cave. Don't laugh. It makes dating hell. Besides, I have a really interesting story to tell you this evening, so pay attention. It's a story of seven people and a glimpse into a dark place in each of their hearts. But be careful before you judge. There is a dark place in your heart as well. Someday you will find yourself descending my depths in search of what you desire. And you might not like what you find either. But enough about you. This is about them. Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar zu Let's Play The Cave. Ja, und wer jetzt das Intro nicht gelesen, sondern nur gehört hat, es geht hier um eine Höhle, in der die Leute das, was sie am meisten begehren, suchen, sozusagen. Und hierbei geht es jetzt um diese sieben Charaktere, die wir hier sehen. Davon werden wir drei spielen, zeitgleich. Und die anderen vier, ja, die bleiben halt außen vor. Und was jeder einzelne von diesen begehrt, das zeige ich euch jetzt, indem ich hier einfach mal drücke. The Knight, he is on a quest for a sword of unequaled power and prestige. But will he find it before anyone else gets hurt? So, also er sucht halt so ein Schwert. Der Hillbilly, mal gucken, der hier. On this fine night, he searches for his true love. But does desire burn too brightly in his heart? Er sucht seine Liebe, okay. Ah, the time traveler. She is here to right a wrong a million years in the making. Fortunately for her, yesterday is a new day. Die Zeitreisende möchte wohl was in der Zukunft ändern. Deshalb ist sie halt in diese Vergangenheit gekommen. The scientist. She is on the cusp of a great discovery for all of humankind. And 100 million lives hang in the balance. Tja, die Wissenschaftlerin will was finden. Oh, the adventurer. She is hot on the trail of her lost companions and unequaled ancient treasure, but not necessarily in that order. Und die Abenteurerin sucht halt einen Schatz bzw. verlorene Kameraden. The twins. They just want to go outside and play. What could be more innocent than that? Und die Zwillinge, die beiden wollen einfach nur spielen. Okay. Ah, the monk. He seeks his master so he can become the master. It's a journey filled with peace and enlightenment. And murder. Sorry. Ah, diese Höhle ist genial, der Witz. Ja, er sucht halt die Erleuchtung hier irgendwie. So, und mir gefällt, ganz ehrlich Leute, mir gefällt der Ritter. Also, ich finde den so putzig, schaut ihn euch an. Ich habe mich direkt in den verliebt, als ich den das erste Mal sah, wie der guckt. Da, da, links, rechts, hier, hallo, ist hier, juhu. Genial, den werde ich auf alle Fälle spielen. So, dann werden wir uns das Ganze hier mal anschauen. Hier mal eine Barrikade, da kommen wir nicht weiter. Da ist mir bekannt, dass wir hier nach rechts müssen, ein Brecheisen holen. So. Wie gesagt, drei Charaktere werden wir spielen. Der Ritter wird einer sein. Und das Game ist von Double Fine. Und bei Double Fine sitzt auch, schaut euch das mal an ganz kurz zwischendurch, liebevoll, das Massengrab. Ja, bei Double Fine sitzt Tim Schafer. Tim Schafer hat, ich weiß gar nicht, war es in den 80ern, ja, in den 80ern war es, glaube ich, mit Ron Gilbert Monkey Island entwickelt. Ja, und wer Monkey Island kennt, der wird wissen, den Witz und den Humor, das ist hier ein bisschen übernommen worden. So, ihr habt das gesehen, da kann man nicht hoch, oben links. Also holen wir uns hier diese Kiste. Jeder Charakter hat auch so eine eigene Fähigkeit. Und auch etwas so eine eigene Story.
You break it, you buy it. Just saying. I don't think that bridge has been safety tested with more than 2 people. So, ja. Und zwar die Fähigkeit von ihm hier, vom Ritter, ist die hier. Damit kann er sich unverwundbar machen. So, dann schauen wir mal weiter. Der Hillybilly hat die Fähigkeit, er kann unter Wasser atmen. Die Zeitreisende kann sich hier so teleportieren. Dann haben wir hier die Wissenschaftlerin, die kann so, ja, Formeln und alles sowas berechnen. Und dann haben wir hier die Abenteurerin, die werde ich ebenfalls spielen, weil die hat die Fähigkeit, die ist so Indiana Jones mäßig. Weiß nicht, die gefällt mir. Das macht mir Spaß. Ja. So, die werden wir ebenfalls spielen. Wir müssen die jetzt hier auch auf die Brücke bringen. Careful. If that bridge breaks, there might be no way back up. And by if, I mean when that bridge breaks. Who am I kidding? So, jetzt brauchen wir noch die dritte Person. Weil dann bricht diese Brücke ein. Und als drittes werde ich nehmen... Also die Zwillinge haben im Übrigen die Fähigkeit, die können sich teilen. Ne? So zerteilen hier. Und der Mönch, der hat so Telekinese-Fähigkeiten, ne? Den werden wir auch spielen. Den nehmen wir mit. Also haben wir den Ritter, die Abenteurerin und den Mönch. So. Ich zock das Ganze mit meinem Gamepad hier. Nicht über Maus und auch nicht über Tastatur. Ich hoffe, dass das hier alles einmal und zwei funktioniert. Und bumm. So, da sind sie, unsere drei. Ritter, Abenteurerin und Mönch. So, raus aus dem Wasser. Die auch. Und der auch. Was haben wir hier? Nur für Angestellte. Postkarten. Komm mal her, Abenteurerin. Du kannst mal die Postkarte nehmen. Das nehmen wir mal mit. So, und wo ist der Mönch? Ja, yeah, der kann mal mit dem Typen da reden. Oh, I hope you're not here to visit the cave, because we're closed. The gruesome and horrific accident has occurred, and there's no way we can open. No way. I shudder to even describe to you what has transpired. For the nightmares will forever haunt your every thought. Well, if you insist. When I came in, we had no trinkets to sell in the gift shop. Oh, jeder Arme. So. Oh, the humanity. You know, there is a way I could reopen, allowing you fine adventurers to partake in the unique experience that only the cave has to offer. I just need 3 small trinkets to sell. Just 3. Let me say that number again. 3. Take this giant novelty-sized key. It's cute, isn't it? Open the employee's back entrance. I'm sure you'll find some treasures worthy of the cave's gift shop. Handlichen Schlüssel? Waste is a stupid saying. Still, get cracking. Na gut, damit kriegen wir wenigstens die Tür hinten auf. Aber handlich? Naja. He is a funny little man, isn't he? I should probably fire him. I think he's dipping into the till. Wer, der beim Souvenir, hat der etwa die Souvenir geklaut, war? Naja. So. Ne? Ach, jetzt kommen die gleich mit. Naja, umso besser. So, was haben wir denn hier? Ein Brunnen, einen kaputten alten Brunnen. Und hier haben wir einen Hebel. Da, den halten wir doch mal gezogen. Wir haben ja noch 2 Charaktere.
Nehmen wir unseren Ritter. So, wartet mal, kann der vielleicht jetzt da unten durchgehen? Nee, kann er nicht. Nee, es funktioniert alles nicht. Leerer Sicherungskasten, was haben wir hier? Ah, wartet mal, wir haben drei Leute. Ist jetzt vielleicht die Tür offen? Ja. Hep. So, Hebel betätigt. Ein Glöckchen. Alter, was ist das? Ach du Scheiße. Was ist denn das für ein Vieh? Oh. There's no dying in the cave. At least not this soon. Oh, in der Hölle wird nicht gestorben. So much left for them to learn. Gut. Was haben wir hier? Die Abenteurerin. Die Geschichte für die Abenteurerin. So, hier haben wir einen alten Brunnen. Den können wir betätigen, allerdings funktioniert da nichts. Sicherungskasten. Ey. You know, ist schon wieder gestorben. Is, I can't let anyone die in here because of what it would do to my insurance rates. Ach so, hier darf keiner aus versicherungstechnischen Gründen umkommen. Hier mein Hebel, okay, der greift nach unten. Ja, jetzt habe ich. Was mache ich denn jetzt? Stehe ich erstmal da. Der Mönch, der kann nur mit drüber kommen. Wo ist denn mein. Hier rechts ist ein Eimer. Wie komme ich denn an den Eimer ran? Hm. Wartet mal, kann der. Kann der vielleicht. Ich probiere mal was aus. So. Seht ihr? Oh. Oh, Schwein gehabt. Nee, das wird nicht. Ich muss hier weg. Ich muss irgendwie das Vieh loswerden. Vielleicht kann der mit seinem Brecheisen die Sicherung rausdrücken oder so. Nee, kann er nicht. Like I said, there's no dying in the cave. Hier? Ach, guck an. Da robbt er die Gruppe. Ah, wartet mal. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Mit der Kurbel gehe ich mal zu dem anderen Brunnen. Damit kann ich das Ganze reparieren. Ja. Glückwunsch. Was haben wir hier? Die Geschichte mit dem Bauern. Ein Bauernjunge. Na, da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Hier haben wir einen Eimer, den können wir mitnehmen, aber. Was mache ich jetzt mit dem Eimer? Guten Stacheln, kann ich das. Ne, kann ich nicht benutzen. Den Eimer, kann ich den jetzt vielleicht. Ja, das ist kaputt. Wartet mal, hier kommt. Ah! Guck an, jetzt komme ich an die Sicherung ran. Wartet, ich hab. Ja! Wo war denn das gewesen mit dem anderen Sicherungskasten hier, oder? Hier unten. Guck an. Rockautomat, Hotdogautomat, das ist.
Jetzt haben wir hier einen Hotdog. Ist er den auch? Ne. Kommt noch ein Hotdog? Ja. Der muss ja Geld haben. So, wartet mal jetzt. Ich muss bestimmt irgendwas mit der Wurst machen. Die Frage ist nur, was? Das Brecheisen will ich ja hier auch nicht rumliegen lassen. Hm, nee, es funktioniert. Der frisst den Scheiß. Komme ich an dem jetzt vorbei? Oh, ne, komme ich nicht. Ja, jetzt brauche ich doch noch meine Wurst. So. Hotdog, ey, das ist doch nur eine Wurst, Alter. Wo ist denn das Brötchen dazu? Der Hotdog ist doch nicht die reine Wurst, oder? Ah, wartet mal, mir fällt. Da oben kam noch, da war doch dieses. Wartet mal. Wir haben doch da diesen Greifer. Kann ich mir das ja, das wird's. Das wär's ja jetzt. Ich glaube, ich weiß eventuell, wie ich an dem Vieh vorbeikomme. So, ich nehme mir mal das Brecheisen jetzt in die Hand. Jetzt du, tu mal hier das Bimmeln. Jetzt greife ich mal hier hoch. Und betätige den Hebel. Ach du Scheiße. Ah, geil. Hallo. Genial. Das ist ja genial. So komme ich vorbei. Und hier ist jetzt nochmal die Geschichte vom Mönch. So. Ah, da kommen auch die beiden. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang. Hier runter? Da runter müssen wir doch, oder? Hier. Ach, wir fallen direkt ins Wasser. Tauchen kann man auch. Genial, ehrlich. So, eine Flamme? Steine? Wo sind die anderen Bienen? Kommt mal mit hier runter, die hat immer noch die Postkarte in der Pforte. Wartet mal, der Mönch hat doch nichts, der kann auch noch was machen hier. Und runter! So. Nee, irgendwie durch Telekinese kann er nichts machen. Jetzt hier lang. Kiste. Ah! Ah, okay. Wir müssen diesen Felsen da oben wahrscheinlich wegsprengen. Dazu müssen wir. Oh je. Das Ding brennt. Weg! Ah, der Mönch hat's drauf. Geht's jetzt hier oben lang? Juwelenschädel? Ah! Das ist ein Souvenir. Sicherheit, die Bienen kamen auch schon hinterher. Wo geht's hier lang?
Also hier draufstellen. Dann nehmen wir jetzt die alte hier. Und die stelle ich mal hier drauf. Ach ne, da runter nicht. Da auch nicht so rum. Wo geht's denn hier unten lang? Schauspielpreis? Ach, noch ein Souvenir. So, wo finde ich jetzt das dritte? Lalalalalala. Wartet mal ganz kurz. So, sorry, musste in meinem Ohr jucken. Der Mönch. Ah, jetzt kommt der hier lang, okay. Allerdings hat die noch nichts. Oder ist die Postkarte das? Hier geht's da hoch. Ah! Das ist das dritte bestimmt. Was ist das? Ah! Aufzug, alles klar. Hep. Kommt mit. Jetzt haben wir ja doch alle drei Souvenire, ne? Ding dong. Erster Stock, Damenunterwäsche. So. Muss ich, glaube ich, den ganzen Weg wieder raus, oder? Mit einem Arm hängelt er sich hier hoch, ey. World Strongest Monk. Da überlege ich gerade, wenn Mönch auf Englisch Monk heißt, dann heißt der eigentlich die Serie Monk-Mönch. Komisch. Well, that's one trinket. A far cry from three trinkets. Ah, na, dann gib das auch mal ab. Trinket numero 2. Maybe I didn't pay attention during math class, but 2 is less than 3. Ach, nee, du bist ja vielleicht ein Witzbold. The third glorious trinket. I have to say, you have surprised me. I figured you'd give up after one. So. Guck mal jetzt. Wieso kommt man jetzt hier nicht lang? Ah, hab ich was vergessen? Oh, right. Sorry. Ach so, habt ihr nochmal angesprochen? Gut, achso, dann würde ich jetzt sagen, an der Stelle, Leute, mache ich jetzt erstmal Schluss, weil es wird ein langes Video werden, denke ich mal. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Part wieder, weil das war jetzt so ein kleines, ja, so eine kleine Einführung in das Game. Wie es jetzt weitergeht, erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Also dann, macht's gut und tschüss.